So, da geht's abwärts in den Ruin rein. Die Taschenlampen. Wir brauchen. Ah, okay. Oh, oh. Ich wollte sagen, wir brauchen keine Taschenlampen, aber hey. Ist denn doch wahrscheinlich ein bisschen. Oh ja, dann doch ein bisschen besser. Ein bisschen heller, sagen wir so. Dim. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Ja, mal gucken. Nur was für ein Mist genau. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Das ist echt wirklich tief, ja. Ein Witz, oder? Genau, und Uncharted Lost Legacy hieß es da mit den beiden Mädels. Na genau, das Lost Legacy habe ich im Vorab gespielt, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja so... ja. Wir müssen da rüberkommen. Ja, wie soll man sagen, der letzte Uncharted-Teil, also der offizielle Uncharted-Teil ist ja 4 mit Drake. Mit Nathan Drake. Und dann kam ja Lost Legacy. Ist auch sehr, sehr geil. Also ist definitiv empfehlenswert. Da haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit pushen können. Komm los jetzt. Also Tomb Raider ist halt auch cool. Hier, lass mich mal. Mal nochmals das Pendant dazu. Der Tomb Raider vor allem so 2010 Shadow und also Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider sind ja so die neuesten. Auch bombastisch. Ich halte sie auf. Versuchst du, sie von innen zu blockieren? Also, halten. Also, das sind halt auch sehr, sehr geile Games. Natürlich auch Underworld, Anniversary okay, und Legends. Das müsst ihr halten. Legends habe ich ja schon gemacht. Mach schnell, Sully! Aber Uncharted steht natürlich auch schon seit längerem auf meiner Liste. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. So, und dann haben wir halt einen Tagebucheintrag. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Es sind auch viele Dialoge, wenn einer mit dabei ist. Immer irgendwie so ein dummer Spruch oder so, was man da oft mal dann an... sich anhört oder sonst irgendwas, sei es von Sully oder sei es von späteren Begleitern oder sonst irgendwas. Also ich finde halt schon, das ist halt ein sehr, sehr geiler Charme halt. Uncharted 1, glaube ich, der kürzeste Teil. Mit laut How Long To Beat zumindest. Wir müssen den Shot irgendwie wegrollen. Ja, am besten anfackeln. Mit laut How Long To Beat 8 Stunden. Dann glaube ich, kommt Uncharted 2 mit, glaub, 9 Stunden und so. Ist es dann halt ein bisschen länger, nicht viel, aber ein bisschen. Und dann kommt Uncharted 3. Beziehungsweise das verbrennen. Uncharted 4, ich weiß es gerade gar nicht. Genau. Dann sollen wir jetzt erstmal verbrennen. Die Frage ist halt, wie? Okay. Cool. Schön. So mussten wir halt einfach gegen die Dinge schießen. Ich dachte, gut, irgendwie da oben gegen schießen. Und jetzt? Dass er halt runterfällt, aber nee.
Ja, und jetzt ist eine wirklich sehr gute Frage. Wie wär's denn hier lang? Nein. Oh, oh. Das konnte ich vor 30 Jahren vermeiden. Ah, shit. Fallen die halt wirklich runter. Gibt auch manchmal so eine kleinen Sachen, dass man hier halt wirklich schnell machen muss. Ich glaube, ich muss den gerne Liane oder sowas nachher ran. Genau, da ist er. Zack. Dann sind wir runter und jetzt müssen wir ja Sully noch irgendwie runterziehen. Oder kommt er jetzt von alleine irgendwie runter? Also manchmal ja, manchmal nein. Ah, okay. Können wir auf jeden Fall wieder anzünden. Wir natürlich jetzt wieder mal nicht, weil Sully hat ja interessanterweise einfach mal das Feuerzeug. Da ist doch eine Leiter hinter dem ganzen Geröll. Eine Leiter in dem ganzen Geröll? Ach, okay. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Explosion so krass ist. Stabil. Hast du gut gemacht. Okay. Vor allem eine Leiter in dem Geröll. Ja. Okay. Ja, das fängt ja schon gut an. Ja, natürlich. Es sind Kletterpassagen. Kletterpassagen sind immer bei mir so. Hm. Ja, warum gehst du auch hoch? Hoch, ich drück doch nach unten. Beziehungsweise seitlich. So, so, so. Ich runter, rechts, rechts, hoch, hoch, rechts, rechts. Strich runter, hoch und dann. So. Jetzt haben wir es. Aber das kann er sich denn leisten, da irgendwie runter zu jumpen. So, jetzt gehe ich einfach mal sehr weit weg. Mit dem Rücken und dem Arsch an der Wand. Ach, da ist eine Leiter. Ja, gut. Also manche Sachen sind dann halt auch ein bisschen nicht ganz so obvious. War hinter dir dafür eine Feuerscheune? Na, wenn die kaputt machst, da kann denn irgendein Goodie manchmal drin sein oder irgendwie Munition oder so, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. So. Steht da meditativ davor? Ja, wenn ich nicht in der Nähe bin, macht er nichts. Ist wirklich so. Sehr unselbstständig hier. Manchmal geht's oder manchmal machen wir sowas selbstständig und manchmal, musst du halt direkt. Ja, gut, weil die Tür halt zuging. Gut, dann ist klar, bei solchen Passagen dann stehen sie dann halt wirklich einfach nur strunzend um da. Gerade am Gucken, konnte man hier nicht sprinten? Immer nicht. Da haben wir schon ein paar Skelette. Ich weiß nicht was. Weiß nicht was, was. Einfach schon mal rüberklettern. Ich weiß nicht, ob es was bringt oder sonst irgendwas. Also es ist... Ja, Haarfrei. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Okay, da müssen wir halt jetzt einmal wieder nachschlagen. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Genau. Blättern können wir noch nicht. Noch, später, glaube ich, kann man noch blättern. Das heißt, jetzt müssen wir die natürlich irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Frage ist... Das sind alles Schalter an der Wand. Ja, genau. Das, was du eingedrückt hast, das ist das dritte. Das ist die Fratze. Das ist das Haus. Das ist das Haus. Ah, nee, der zweite. Zweite unten. Ach, und die Fratze ist das letzte, okay. So, wo sind die anderen beiden? Mit da an der Wand. Ja. Geradeaus, nee. Nee, du. Geradeaus, da. Siehst du es? Ja, da unten. Ja, du hast in der Mitte geguckt. So. Was war das jetzt? Das war. Diese komische Dinge da unten. Also da jetzt wahrscheinlich nicht. Da komme ich hoch. Nur dieses komische Symbol. So, das ist eins. Drücken wir. Hey, da passiert was. So, das Ding kommt raus. Dann müssen wir jetzt einmal. Was hast du da oben gedacht? Ja, komm. Mensch, also manchmal ist Nate doch echt.
beliebt. Ja, das kommt auch viel auf Kameraperspektive da an. Wenn die Kameraperspektive oftmals nicht richtig sitzt, dann macht er auch einen komplett anderen Sprung, den du eigentlich gar nicht mehr machen möchtest. So, jetzt den hier. So. So, wir nehmen den Schuh raus, dass wir darüber kommen. So, das Ding. Und dann einmal wieder zurück und den da einmal machen. Check. Komische Gesicht oder was auch immer. Ja, ist, eigentlich ist es ja schon ein Gesicht. Gesicht ist ja schon richtig. Und das ist ja natürlich mal gerade Kapitel 2 von. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel. Ich weiß es halt nicht mehr. Also die Rätsel werden später schon ein bisschen schwerer. So ist es nicht. Aber man hat oftmals halt im Handbuch halt wirklich dann so, hey, pass auf, das und das musst du dann halt machen. Oh, so ein kleiner Hinweis. Ja, und jetzt einfach runterhüpfen. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. So, da haben wir eine Leiter. Die werden erstmal wohnen. Hey, erklären. Pass gut auf da unten. So. So. Dann können wir hier erstmal hoch. Sieht natürlich wieder sehr, ja, vertrauenserweckend aus. Können wir auf jeden Fall da reinschieben. Also wie gesagt, das ist Half-Life, das ist richtig, keine Ahnung, müsste ich jetzt so PS4 nachgucken, wann der Spielstand da mal erstellt war. Hat das aber ziemlich locker flockig geschoben, ne? Mhm. So. Können wir damit noch was machen, nein. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Und zack. Natürlich gehen wir da drin schwimmen. Was ist denn los mit dir, Sully? Wie sollen wir denn sonst runterkommen? Interessant, dass er da so schwimmt, als ob da eine Strömung wäre. Jetzt bin ich nass. No shit, Sherlock. Ja. Schon krass, also wenn man im Wasser drin ist, dass man nass wird. Macht schon Sinn irgendwie. So, hoch, hoch, hoch. Na komm, hoch. Hier ist ein. Muss man schon mal sagen, wie krass eigentlich das für Sportler sind, all diese. Die Freecrime-Climber und so, ja. Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Weil manchmal, so wie eben, war es halt wieder eine feste Kameraposition. Das ist manchmal auch ein bisschen nervig, weil du müsstest... Nicht schlecht! Es wäre halt schon cool, wenn du die teilweise ein bisschen mehr drehen kannst. Um halt ein bisschen besser zu sehen, wo du halt hinschießt, aber... Ja gut. Ich nehme den hier. So, Sully. Zieh an.